herzlich willkommen. Heute sprechen wir über das Mantis X2. Wer von euch hat es vielleicht noch nicht gehört? Mantis, seine ziemlich noch relativ unbekannte Marke hier uns bei uns zur Lande. Dann die Marke stammt nämlich aus den USA und die haben ein ganz tolles Gerät hier hergestellt. Ich habe jetzt hier das X2. Ich muss dazu sagen, es gibt sehr viele Versionen in verschiedenen Preisklassen. Ich selber habe für mich einfach gesagt, ich möchte nur ein bestimmtes Szenario abspielen. Dafür reicht mir auch das X2, das ist eins der kostengünstigeren. Die Preise dazu findet ihr bei mantisx.com. Und jetzt wollen wir mal darauf eingehen, um was handelt es sich hier eigentlich? Das ist ein kleines Practice Device, ja, eine Vorrichtung zum Trainieren, und zwar vom Abzugsverhalten. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Schießfehler, den ihr abtrainieren möchtet, und ihr wollt rausfinden, wo liegt denn euer Fehler? Wo verreiße ich? Was mache ich falsch? Ist mein Finger nicht auf der richtigen Stelle? Oder kippe ich um mit der Waffe? All diese Dinge könnt ihr mit dem Mantis herausfinden. Das Mantis kommt in dieser Box. Ich packe das hier mal aus. Mal kurz die Pistole beiseite legen. Wie immer entladen und leer. So. Dann haben wir hier die Box. Einmal rausgezogen. Und das ist super einfach. Alles, was hier drin ist, ist diese kleine Anleitung. Das sind ganz wenige Schritte, 3 Stück, um genau zu sein. Ihr braucht eine App dazu, die ladet ihr aufs Handy runter. Ihr braucht das Gerät, das ist hier mit drin. Wunderschön in diesem kleinen Lederetui. Und da ist das kleine Ding. So groß ist das gar nicht. Das Ding könnt ihr an Picatinny-Schiene ranmachen. Und zwar für Langwaffen oder auch für Kurzwaffen. So, ansonsten ist hier nichts weiter drin. Genau. Tun wir das alles hier wieder weg. Was macht man damit? Man macht es an die Vorrichtung von seiner Pistole hin. Und zwar an die Picatinny-Schiene unten dran. Ja, ist ganz leicht hier dran gemacht. Rastet dann ein. Ihr könnt es dann nach hinten auch machen, so wie es euch halt mehr passt, besser passt. Ich habe ein Huawei P10 und damit habe ich leider ein bisschen Probleme gehabt. Das Koppeln mit der App hat beim Huawei nicht funktioniert. Aber ich muss hoch anrechnen. Ich habe Mantis X kontaktiert. Mein Englisch ist zum Glück gut, deswegen habe ich auf Englisch mit denen geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie einen deutschen Kundenservice haben oder ob der deutsche Kundenservice einfach mit mir Englisch geschrieben hat, weil ich auf Englisch geschrieben habe. Ich habe auch keine Ahnung. Auf jeden Fall konnten sie mir ziemlich viele Tipps geben, wie ich denn das hier zum Laufen bekomme mit meinem Huawei P10. Sie haben gesagt, Huawei kann sein, dass das mit der amerikanischen Software, die sie benutzen, nicht ganz immer harmoniert. Deswegen können da Probleme auftreten. Dann habe ich es mit meinem zweiten Handy, mit dem Samsung, ausprobiert, ohne Probleme. Ich werde es auch gleich mal vorführen. Da hat das ruckzuck funktioniert, war gar kein Problem. Also wenn ihr ein Huawei habt und es nicht gleich funktioniert, überlegt euch, ob ihr irgendwas Alternatives bei euch zu Hause habt. Ein Tablet oder halt ein anderes Handy einer anderen Marke. Die sollten alle ohne Probleme eigentlich funktionieren. Von den Gearmaniacs habe ich das ursprünglich. Die haben mir geholfen auch. Die hatten auch ein paar Tipps für mich. Das Problem war, die Tipps mit dem Refreshen des Geräts hatten erstmal nicht funktioniert. Deswegen hatte ich dann auf die Antwort von Mantis X selber gewartet. Die haben mir dann andere Hergehensweisen dann erzählt. Es waren zwei verschiedene Problemlösungen, die aber leider nicht in dem Fall natürlich funktioniert haben. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie das richtig funktioniert und was man damit eigentlich alles machen kann. Okay, nun wird es ein bisschen tricky. Ich werde jetzt hier ein bisschen mit meinen Kameras spielen, damit ihr auch genau seht, was ich hier mache. Wir werden dazu jetzt hier einmal hier die GoPro rübernehmen. Und dann sehen wir hier die Waffe, Magazin, natürlich alles leer. Und hier ist das Samsung jetzt. Ich kann euch jetzt natürlich zeigen, wie das mit dem Huawei nicht klappt. Bringt mir aber nicht viel,
weil ihr nur seht, dass es sich nicht connected. So, oder verbindet. Bleiben wir beim Deutschen. Ne? So, wir haben jetzt das Gerät hier vorne dran gemacht. Und da ist die App. Was wichtig ist, das wird mit Bluetooth gekoppelt. Ne? Also ganz, ganz wichtig ist, dass der Standort auch an ist. Warum der Standort? Das weiß ich auch nicht genau. Ist tatsächlich aber nicht, um irgendwie einen Standort wirklich abzurufen, sondern ohne einen Standort funktioniert die App nicht richtig. Ich glaube, das hat halt ein bisschen was mit dem ganzen Gerät an sich zu tun. Ich kann es euch leider nicht wirklich beantworten, auch wenn sich das jetzt komplett komisch anhört, weil normalerweise braucht so eine App ja nicht wirklich einen Standort. Außer, was ihr hier machen könnt, vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, ihr könnt euch, wenn Freunde die gleiche App benutzen, adden hier untereinander und herausfordern. Dann könnt ihr bestimmte Challenges machen und miteinander trainieren. So, was jetzt wichtig ist, den Tipp habe ich jetzt zum Beispiel von den Gemenix bekommen. Man legt die Waffe auf den Kopf. Und dann macht man hier einmal an. So, jetzt sucht das Ding. Und jetzt drücken wir einfach auf Verbinden. Ups, was war das? Ah, zulassen. Genau, zulassen. Bluetooth muss natürlich eingeschaltet werden. Verbinden wir das Ganze. Noch sucht das Gerät. Zack. Und es hat direkt funktioniert. Jetzt leuchtet es durchgehend. Wenn wir da jetzt hier Probleme haben, um das Ganze richtig zu starten, da müssen wir hier einfach zum Refreshen lange draufbleiben. Dann fängt das Ding an, in verschiedenen Farben zu leuchten. Und dann sollte es sich normalerweise beim zweiten Mal finden. Mantis X hat dazu ein bisschen noch eine andere Erklärung. Die blende ich euch einfach mal ein. Der Hergang ist jetzt ein bisschen komplizierter. Ich schreibe es euch mal hier rein. Ich kann es auch nochmal übersetzen, weil mir das alles ein bisschen zu viel ist im Kopf. Das ist der von Mantis X empfohlene Weg, es zu tun. Gibt verschiedene Möglichkeiten, das auszuprobieren. Den ganzen Cache löschen und so weiter und so fort, wieder neu verbinden. Und dann muss man hier schön nochmal lange draufklicken. Die Reihenfolge ist auch ganz wichtig. Also ich habe, wie gesagt, beim Samsung kein Problem gehabt. Sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Also kommen wir dazu, wie wir das Ganze benutzen, richtig. Wir sind connected. Ich gucke, dass mein Slide jetzt nach vorne kommt. Ich entspanne einmal. So, Magazin auch einführen, ist wichtig. Ihr wollt nämlich ja so trainieren, wie ihr normal trainiert. Habt ihr jetzt vielleicht 15 oder 17 in meinem Fall Dummy Rounds? Könnt ihr die auch reinmachen und ladet dann quasi fertig, auch mit Dummies. Ihr könnt das Programm natürlich aber auch im scharfen Schuss benutzen auf der Shooting Range, das ist auch kein Problem. Was wir hier aber machen, ist heute einfach ein bisschen Dry-Fire-Practice, also Trockenfeuer. Ein bisschen einfach nur mit dem Abzug üben. Dazu, dadurch, dass wir jetzt hier connected sind, gehen wir einfach mal auf offenes Training, um mal zu sehen, was das ganze Ding so kann. Ne? Gehen wir nochmal kurz zurück. Wir haben hier offenes Training, Schießtimer, Benchmark, Übung mit Zeitnahme, schnell abziehen, nur Schießhand, nur Supporthand. Nachladen, Magazinwechsel, Geiselnehmerübungen, wow, Kadenzübungen, ja, und eine Einführung, dass ihr auch seht, wie das Ganze funktioniert. Also super einfach auch zu benutzen, da brauche ich euch nicht alles davon zeigen. Was halt wichtig ist und was ich toll finde an dem Produkt ist, gerade bei so einem offenen Training, wenn wir jetzt hier anfangen, Ziel, Präzisions- und Treffsicherheit. Anweisung: Schieße eine beliebige Anzahl von Schüssen im beliebigen Tempo, werte deine Punkte und Spuransichten aus. Diese Übung geht nicht auf Zeit. Das heißt, ihr sucht euch jetzt ein Ziel hier einfach in einem Raum und guckt, dass ihr immer wieder dasselbe Ziel anpeilt. Das merkt dann auch dieses Gerät. Dem Gerät ist es quasi egal, wo ihr hinzielt, solange ihr beim Abdrücken auch auf diesem Ziel bleibt. Das Gerät errechnet quasi genau jede kleine Zuckung in den Fingern und weiß dann, was ihr falsch gemacht habt am Ende. Deswegen ist für euch einfach wichtiger oder einfacher, wenn ihr immer dasselbe Ziel nehmt, dann könnt ihr euch darauf konzentrieren, weil das macht ihr im echten Szenario auf der Schießbahn ja auch. Ihr habt ja immer ein richtiges Ziel, auf das ihr zielen wollt und schießen wollt. So, und dazu machen wir dann einfach hier auf Anfang. Jetzt sieht man hier erstmal noch gar nichts. Muss mal kurz die GoPro wegstellen. Was wir jetzt natürlich machen ist, einmal durchladen. So, gespannt. Das Gerät macht jetzt hier noch nichts. Und dann suche ich mir jetzt hier einfach ein Ziel.
Zack, und da hat er schon einmal was gleich festgestellt. Ich gehe mal hier kurz drauf. 95,5 Punkte, so alles über 90 ist ganz gut. Sagt jetzt großartiger Schuss. Ich weiß. Aber jetzt natürlich, wenn ich gleich einen Fehler einbauen werde, dann werdet ihr sehen, was passiert. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel hin und her scrollen. Man sieht jetzt hier Schuss 1. Wenn ich jetzt mehrere Schüsse mache, dann sieht man natürlich auch noch mehr. Dann sehen wir hier die Abzugsbewegung und Haltebewegung. Und das ist nämlich super geil, finde ich. Hier sieht man jetzt genau, wie man geschossen hat. Wir können das ablaufen lassen hier auf Play. Hier bin ich ins Ziel gegangen. Jetzt drücke ich und bam, da ist der Schuss gekommen. Das war jetzt quasi das X mit dem Roten. Da ist dann der Schuss gebrochen. Ansonsten sieht die Waffe, so, das Mantis X sogar, wenn man den Druckpunkt gefunden hat, mit Gelb. Und das Blaue ist quasi, wie viel ich auf dem Ziel herumgesucht habe. Wenn ich das jetzt gleich ein bisschen wilder mache, und wir gehen mal noch weiter hier, das sieht man jetzt quasi in echt. Das ist die Waffe, die sich gerade jetzt in Echtzeit bewegt. So. Okay. Dann machen wir jetzt mal weiter. Wir machen jetzt einen zweiten Schuss und den machen wir jetzt mal mit Absicht schlecht. Damit wir mal sehen, wie der Unterschied ist. Na, wir haben wieder gespannt. Ich gehe wieder in Anschlag. Und dann mache ich jetzt hier. Hat jetzt gerade nicht gezählt. Ich muss nochmal machen. Moment, wir müssen gleich nochmal von vorne machen. Er hat jetzt gleich. Ab und zu kann es mal passieren, dass er zwischendurch ein bisschen Probleme hat, den nächsten Schuss zu spüren. Wenn er jetzt zu stark dagegen schlagt, dann nimmt das Gerät das auch als Schuss wahr und gibt euch natürlich eine schlechte Wertung. So, jetzt mache ich hier so einen ganz wilden. Verdammt, der war schon wieder zu gut. So, jetzt haben wir wenigstens einen Schießfehler einbauen können. Das ist gar nicht so leicht. Wir haben jetzt hier eine 83,4. Klingt immer noch gut. Aber was haben wir denn gemacht? Handgelenk kippt aufwärts. Das heißt, ich habe den hier gemacht, ganz leicht beim Schießen. Und jetzt sehen wir auch, ja, okay, ah, er hat die anderen Schüsse tatsächlich gewertet, mir aber nicht angezeigt. Interessant. So. Da sieht man auch mal, wie rapide ich abgefallen bin. Vom ersten zum da war wieder ein guter Schuss drin. Dann sind wir wieder zum schlechteren gekommen. Der lief jetzt so ab. Ihr seht, ich habe ganz lange gesucht, hin und her, übers Ziel rüber, auf den Druckpunkt, bam, und habe voll verrissen nach oben. So könnt ihr jetzt natürlich sehen, was habt ihr für Fehler gemacht. Und ihr könnt auch jetzt hier hin und her gehen, euch den dritten Schuss mal angucken oder den zweiten Schuss. Die war natürlich katastrophal. So, blau, aha, ich suche, komplett und da oben irgendwo verrissen. So, jetzt habt ihr gesehen auf jeden Fall, wie das Mantis X funktioniert. Es ist super einfach zu bedienen und es hilft euch einfach, euren Abzug ein bisschen zu kontrollieren und besser mit der Waffe klarzukommen. Ihr könnt sogar recht viele Schießfehler damit eigentlich rausbekommen. Und deswegen finde ich halt einfach dieses Gerät für den Preis, gerade in der Zeit wie jetzt, wo man viel zu Hause ist und nicht groß auf die Range kann. Na, mittlerweile machen jetzt alle wieder auf. Aber gerade in diesen Zeiten ist das einfach das perfekte Gerät, mal zu Hause auch zu üben, wenn man jetzt halt gerade nicht zum Schießen kommt. Ja, Leute, und das war es eigentlich. Ich finde, das ist halt ein tolles Produkt, mit dem man einfach schauen kann, dass seine eigenen Fehler verschwinden. Und dass man halt eben seine Fähigkeiten nicht verliert. Ja, wie gesagt, könnt ihr auch Scharfschutz benutzen. Auch da erkennt das Gerät, was ihr falsch macht und was nicht. Und wenn ihr irgendwas noch wissen wollt über das Gerät, dann lasst es mich wissen, schreibt es unten rein oder folgt einfach Mantis X auf Instagram oder schreibt ihn hier mantisx.com. Ich kann es super empfehlen, macht riesig Spaß. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Gunny out!